Dies ist der erste Kongress, den wir zusammen gemacht haben, den unsere beiden Gesellschaften gemeinsam organisiert, geplant haben, durchgeführt haben. Es lag eigentlich in der Luft, dass man sich zusammenschließt. Wir sind in unseren Zielen weitgehend identisch in den Gesellschaften. Wir kennen uns, wir schätzen uns. Und da liegt es einfach nahe, dass man sowas zusammen macht. So viel mal zu dieser Thematik. Gut, unsere Gesellschaft heißt Deutsche Gesellschaft für Energetische und Informationsmedizin. Das heißt, in unserem Verständnis von Medizin nutzen wir physikalische Signale. Das können aber durchaus auch feinstoffliche Signale sein zur Regulation und zur Steuerung von biologischen Systemen. So ähnlich haben wir es in unserer Satzung formuliert. Und dieser Kongress hat uns Gelegenheit gegeben, das ganze Spektrum an Möglichkeiten, die in dieser Thematik stecken, wirklich zu nutzen. Wir haben festgestellt, dass unsere Zielgruppen ziemlich identisch sind, auch das, was unsere Gemeinschaften, unsere Organisationen sich vorstellen. Und das lag, wie der Herr Treugut schon sagte, einfach auf der Hand, dass wir das mal gemeinsam probieren. Wir haben eine sehr gute Resonanz bekommen von den Teilnehmern, von den Ausstellern her auch. Das heißt, es ist durchaus ein Impuls da, das zu wiederholen. Wir sind das erste Mal gemeinsam aufgetreten in dieser Form. Das hat für uns aus meiner Sicht gut geklappt. Das heißt, wir haben keine Reibungsverluste gehabt in dem Sinn, weil wir beide hinter dem Ziel stehen. Insofern war das recht einfach. Und ich freue mich einfach schon auf die nächsten Kongresse, die wir gemeinsam gestalten.